MDR Kultur. Kaum eine französische Sängerin hat den französischen Chanson so sehr geprägt wie Françoise Hardy, 1962 mit dem Lied Tous les garçons et les filles weltberühmt geworden. Gestern Abend kam die Meldung, dass Françoise Hardy im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Bei mir im Studio Musikredakteurin Beate Stender. Beate, eine große Chanson-Legende ist von uns gegangen, kann man das so sagen? Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also Françoise Hardy, die ist nicht nur mit so großen Hits wie Le Temps de l'amour, Mon ami La Rose, Comment te dire adieu, wie du gesungen, sondern sie ist eben auch mit über 30 Studioalben bekannt geworden. Und die waren sogar fast alle erfolgreich. Und das Interessante an ihr ist, dass sie streng genommen gar nicht als klassische Chansonsängerin gestartet ist. Ihr großer Hit, Tous les garçons et les filles, den sie 1962 mit gerade mal 18 Jahren selbst geschrieben hat, der ging eigentlich damals so in Richtung Yeye-Genre. Yeye, das war in den 60er Jahren die französische Antwort auf die englische sprachige Rock'n'Roll- und Beat-Musik, abgeleitet von Yeah Yeah in den Texten. Also ein gutes Beispiel ist hier She Loves You von den Beatles. Also sehr beatlastig. Und tatsächlich wurde Françoise Hardy in den folgenden Jahren dann eher so ein bisschen die Ikone dieses Yeah Yeah-Stils, zusammen mit Johnny Hallyday und Serge Gainsbourg. Parallel dazu ist sie aber 1963 auch als Chansonsängerin beim Grand Prix Eurovision de la Chanson gestartet, mit L'amour s'en va, einem Chanson, den sie selbst geschrieben hatte. Und damit hat sie damals den 5. Platz gewonnen und sich mit ihrer ganz eigenen Stimme als junge französische Chansonnier einen Namen gemacht. Ganz eigene Stimme, was war das für eine Stimme? Ja, das war eine sehr klare und gleichzeitig auch irgendwie zurückgenommene Stimme. Also sie war keine Edith Piaf, die die große Bühne und das Drama gesucht hat. Sie war ein junges Mädchen, groß, etwas schlaksig, das uns als Hörerin fast unaufgeregt, aber sehr berührend, fast intim eine Geschichte erzählt hat. Françoise Hardy galt ja als sehr schüchtern und sie soll eine stark ausgeprägte Bühnenangst gehabt haben. Die war so groß, dass sie Anfang der 70er Jahre sogar beschlossen hat, nicht mehr aufzutreten. Sie hat dann weiter Studioalben produziert, fast jedes Jahr eins und auch veröffentlicht. 1973 parallel dazu ist dann auch ihr Sohn Thomas zur Welt gekommen. Vater war der Sänger Jacques Dutronc, von dem sie sich später getrennt hat. Die beiden haben auch zusammengearbeitet. 1988 haben sie das Album Décalage veröffentlicht und Françoise Hardy hat damals verkündet, dass das sogar ihr letztes Album sein wird. Da war sie 44 und sie hat gesagt, sie möchte auf keinen Fall über 50 noch auf der Bühne stehen und singen. Ja, das haben viele schon gesagt. Hope I die before I get old. Hat sie sich dran gehalten? Nein, natürlich hat sie das nicht. 1996 hat sie ein großes Comeback gefeiert mit ihrem Album Le Danger, auf dem sie sich sogar fast ein bisschen rockig gibt. Aber ihre Art zu singen und ihre Art, die Harmonien zu arrangieren, das ist nach wie vor Chanson. Und da zeigt sie eben, dass sie einen ganz eigenen Stil hatte. Die Fans, die waren damals begeistert und auch die Musikwelt, die hat sich beeindruckt gezeigt. 2004 dann wieder an ihrem nächsten Album hat sie unter anderem mit Benjamin Biolay zusammengearbeitet und sie hat auch ihre Texte wieder alle selbst geschrieben, wie zu Beginn ihrer Karriere. Eine lange, schwere Krankheit ist dem Ganzen vorausgegangen. Was weiß man drüber, über diese Krankheit? Ja, Françoise Hardy hat schon vor vielen Jahren eine Krebsdiagnose bekommen, 2004 zum ersten Mal, und sie hat diesen Krebs immer wieder besiegt. 2015 hat sie dann sogar ein Album veröffentlicht, Personne d'autre, das war so ihr zurückgenommenstes und intimstes Album, mit dem sie dann damals sogar ihre Karriere offiziell beendet hat. Ich bin leer geschrieben, das hat sie dem Zeitmagazin 2018 gesagt und damit hat sie einen Schlusspunkt unter ihre Karriere gesetzt. Und den Schlusspunkt für ihr Leben, den wollte sie übrigens immer selbstbestimmt setzen. Françoise Hardy hat sich zuletzt immer wieder für Sterbehilfe stark gemacht. Sie ist damit sogar an Präsident Macron herangetreten und letztes Jahr hat sie der Zeitschrift Paris Match gesagt, sie wolle bald und schnell gehen, ohne zu große Prüfungen wie etwa nicht atmen zu können. Jetzt ist sie gegangen, wir wissen nicht wie, aber dass mit ihr eine große Stimme gegangen ist, das wissen wir auf jeden Fall. Vom Rolling Stone ist sie erst letztes Jahr in die Liste der 200 größten Sängerinnen und Sänger aller Zeiten mit aufgenommen worden, als einzige Vertreterin Frankreichs, wohlgemerkt. Beate Stender aus unserer NR Kultur Musikredaktion zum Tod von Françoise Hardy. Mit 80 ist sie jetzt gestorben. MDR Kultur.